Grüß Gott aus Akschena, am Ende jedes Weges, in der Mitte von nirgendwo, am Ende des Kosovos, zwischen Nordmazedonien und Albanien. Ich habe dieses Skigebiet vor in etwa 2,5 Jahren in der schlimmsten Corona-Zeit entdeckt auf Fotos. Damals wusste ich gar nicht, dass es das gibt. Ich habe 2 Tage gebraucht gehabt, um das rauszukriegen, wo dieses Skigebiet überhaupt liegt. Jetzt habe ich das Glück, dass ich hier hinfahren durfte. Als wir ankamen, habe ich mir schon gedacht, oh Gott, jetzt bist du quasi um die halbe Welt gereist, um das zu entdecken. Und dann liegt hier gar kein Schnee. Wir sind jetzt 2 Tage weiter, es ist ein guter Meter Neuschnee gefallen. Es ist daunenweicher Schnee. Das Panorama hier rundherum ist überhaupt nicht in Worte zu fassen. Das ist wirklich wunderbar. Und wenn man so Richtung Tal fährt, gibt es einen Canyon, der ist sowas von unglaublich schön. Also es ist wirklich wunderbar. Und wir sind geradezu, ich würde sagen, 600, 700 Meter an der Bergstation von dem höchsten Gipfel des Kosovos mit knapp 2600 Meter entfernt, dem Rudoka. Ich genieße es wirklich, dass ich hier sein darf. Auch das Hotel ist eigentlich viel, viel besser, als ich mir das überhaupt vorstellen könnte. Der Wellnessbereich ist richtig schön. Es liegt am Ende jeder Straße. Das heißt, nachts kommt da niemand vorbeigefahren. Das ist absolut ruhig. Essen schmeckt gut. Alles gut. Ich bin hier sicherlich nicht zum letzten Mal. To the writing.